wenn ich so eine Geschichte erzähle, geht es mir oft nicht darum, dass die davon irgendwas aufschreiben oder einen Tafelanschrieb machen oder so, sondern ich mache das, um das lebendig zu machen. Der Podcast Werkstattgespräch geht in die zweite Staffel. Dieses Mal tauchen wir ein in die Welt der Geschichten. Dabei ist unser Schwerpunkt Storytelling. Wie können Lehrende und politische Bildner Storytelling als Werkzeug in ihrem Unterricht nutzen? Zum einen ist es ein Riesenvorteil, ne, aufzuwachsen in einer Welt, in dem quasi das Internet eine Demokratisierung von den Inhalten vornimmt. Ein anderer Teil in mir kennt auch die harte Wahrheit, dass eine Bubble-Bildung auch eine Radikalisierung ermöglicht im Internet. Und somit sind Vorbilder immer in mehreren Geschichten halt anzuwenden. Ich bin Feline Janus aus der Redaktion der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Gemeinsam mit der Journalistin Nina Heinrich spreche ich mit spannenden Gästen, wie zum Beispiel mit dem Bildungsinfluencer Bob Blume, der Narrationsforscherin Vera Spillner, den TikTokerinnen Susanne Siegert und Leonie Schöler und der Netzaktivistin Katharina Nokun. Wie können Geschichten uns verbinden und inspirieren? Und wo bergen Erzählungen die Gefahr zu manipulieren? Der Glaube an Verschwörungserzählungen zieht sich quer durch die Gesellschaft. Wir finden das in allen Altersgruppen, wir finden das auch in allen Bildungsschichten. Ich glaube nicht, dass 2 Jahre, 3 Jahre Mathe mehr oder weniger Leute halt gegen so etwas immunisieren. Unsere Gäste erzählen uns ihre Geschichten, lassen uns Storytelling neu verstehen und geben euch ganz konkrete Impulse für eure Bildungspraxis. Werkstattgespräch, die 2. Staffel, ab 13. Juni, jede Woche, überall da, wo es Podcasts gibt.